bin der Reto Perrendun, 29 Jahre alt, komme aus Chur. Ich bin der Leiter der Abteilung Verkehrsplanung, arbeite allerdings auch als Projektleiter in der Raumplanung und auch in der Bauabteilung. Ein typisches Beispiel von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sind Tempo-30-Zonen wie hier in Katzis. Das heisst, wenn die Gemeinde eine Tempo-30-Zone einführen will, dann kommt sie auf uns zu. Wir machen nachher in Absprache mit der Kantonspolizei Geschwindigkeitsmessungen. Je nach Wert der Geschwindigkeitsmessungen darf man dann nachher die Tempo-30-Zone einführen oder nicht. Nach meinem Studium habe ich direkt bei der HMQ angefangen zu arbeiten. Ich habe mich hier beworben, weil der Ruf der Firma gut ist und im Bereich der Verkehrsplanung sind sie im Graubünden führend.